Das Wort hat nun der Kollege Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben viele gute Reden heute hier zum Thema transatlantische Partnerschaft gehört. Dafür möchte ich danken. Das ist fraktionsübergreifend. Wir haben aber natürlich auch das eine oder andere gehört, wo ich vielleicht kurz darauf eingehen möchte. Und das eine oder andere fehlt vielleicht auch noch in der Debatte. Herr Liebig, wenn Sie für Herrn Sanders die Lanze brechen hier im Deutschen Bundestag, Sie müssen sich überlegen, ob das in Amerika wirklich als Unterstützung dieses Kandidaten aufgefasst wird. Ich fürchte, das ist ein, nennt man das, glaube ich, Danaer-Geschenk, was Sie da ihm leisten. Und Herr Trittin, also vor 2 Jahren haben Sie einen Europawahlkampf betrieben mit der Legende vom Chlorhühnchen. Leider setzen Sie diese Legendenbildung weiter fort. Bei dem Thema Handelsabkommen möchte ich 2 Dinge nur konkret anmerken. Erstens, die Vorstellung, wir Europäer würden den Amerikanern einen Gefallen tun, wenn wir ein solches Abkommen abschließen, ist Unsinn. Umgekehrt, wir sind die Nation, Deutschland in Europa, bei der die meisten Plätze, mit Abstand die meisten Arbeitsplätze von Außenhandel abhängen. Und deswegen ist es in erster Linie in unserem deutschen und europäischen Interesse, dass wir zu einem guten, hohe Standards sichernden Handelsabkommen mit den USA und mit Kanada kommen. Und zum Thema Inhalte. Wir haben gerade auf dem Tisch liegen ein gut ausgehandeltes, faires Abkommen der Europäischen Union mit Kanada, CETA. Das ist der Beleg dafür, dass die Europäische Kommission, die neue Handelskommissarin Frau Malmström, der Generaldirektor der MATI und der Chefunterhändler Becerra, dass sie eine gute Arbeit machen und dass wir darauf setzen dürfen, dass das, was wir, was die Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Kommission als Leitplanken für dieses Abkommen mitgegeben haben, als Verhandlungsmaßstab für dieses Abkommen mitgegeben haben, dass das auch umgesetzt und durchgesetzt wird. Und ich bitte wirklich darum, es werden alle europäischen Parlamente, es wird der Deutsche Bundestag eines Tages einem deutschen 1:1-Text des Abkommens zustimmen müssen, bevor es in Kraft tritt. Lassen Sie uns doch bitte die Verhandler ihre Arbeit machen und nicht das Thema mit neuen Legenden belasten. Das schadet im Übrigen auch uns, wenn wir die Gewichte und die Perspektive auf das Handelsabkommen so einseitig verschieben. Wenn wir auf den Zustand der transatlantischen Partnerschaft blicken, so können wir schon feststellen, dass gerade in den letzten Jahren, der Ukraine-Konflikt ist ein Beispiel dafür, die amerikanische Führung stärker auf Europa setzt, stärker auf den partnerschaftlichen Ansatz gemeinsam mit uns setzt, auch stärker auf die Meinung der Europäer und die Position der Europäer setzt, dass sie aber natürlich umgekehrt auch mehr Verantwortungsbereitschaft und mehr Übernahmeverantwortung von uns erwarten. Und ich plädiere dafür, dass wir uns dieser Aufgabe stellen, dass wir das diskutieren im Einzelfall, aber dass wir diese Aufgabe ernsthaft wahrnehmen und dass wir alle Anstrengungen unternehmen, ein guter Partner in dieser Zusammenarbeit zu sein, die entsprechend seiner Leistungsfähigkeit das Nötige tut. Die Amerikaner haben ein großartiges Beispiel gesetzt nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Marshallplan, in dem sie den Wiederaufbau Europas und nicht zuletzt Deutschlands ermöglicht haben. Wenn Sie Luftbilder von Aleppo sehen, fühlen Sie sich frappierend erinnert an Luftbilder von Dresden von Februar 1945. Und es wird unsere gemeinsame Aufgabe sein, den Wiederaufbau Syriens, aber auch den Wiederaufbau Libyens und anderer Regionen, die in dieser Art und Weise zerstört sind, die keine Heimat mehr für Menschen sein können, zu gewährleisten. Und wir können nicht darauf vertrauen, dass wiederum die Amerikaner in den Geldsäckel greifen und das alles finanzieren, sondern sie werden auf uns setzen, auf Europa setzen, dass wir unseren Beitrag zum Wiederaufbau leisten. Und da bin ich auch dafür, dass wir uns dafür einsetzen. Wir haben in der transatlantischen Partnerschaft gegenwärtig einen Kontakt auf Regierungs- und Parlamentsebene, wie er enger möglicherweise allenfalls in dem Jahr 89-90 gewesen ist, im Zusammenhang mit der deutschen Einheit. Zum 5. Mal kommt der amerikanische Präsident nach Deutschland. Als der neue Speaker, der neue Mehrheitsführer im Abgeordnetenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika vergangene Woche seine Reise auf dieser Seite des Atlantiks beendete, hat er als einziges Land Deutschland besucht und hatte den Bundestagspräsidenten getroffen und hat mit ihm über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen gesprochen. Das ist ein klares Zeichen, dass gerade auch Deutschland in dieser transatlantischen Partnerschaft eine starke Rolle zukommt.
sind mehr Abgeordnete aus Amerika Mitglieder des Kongresses hier in Deutschland gewesen in den letzten 12 Monaten als zuvor. Und ich glaube auch, dass mehr deutsche Abgeordnete nach Amerika gereist sind als jemals zuvor. Das sind ganz wichtige und gute Entwicklungen und Anknüpfungspunkte. Wir haben die Mittel erhöht im German Marshall Fund, was unsere Antwort auf die großzügige Marshallhilfe der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist, von Willy Brandt ins Leben gerufen. Wir haben die Mittel aufgestockt. Der Staatssekretär im Außenministerium hat, glaube ich, gerade gestern die Finanzzusage gemacht, dass die Arbeit dieser wichtigen Institution auf verstärktem Niveau fortgeführt werden kann. Aber es muss eben auch jede Generation ihr Narrativ, ihre Geschichte zur transatlantischen Freundschaft, zur transatlantischen Partnerschaft neu erfinden. Und deswegen bin ich dafür, dass wir die Agenda der Themen der transatlantischen Partnerschaft über die außen- und sicherheitspolitischen Fragen hinaus und über die wirtschaftspolitischen Fragen, TTIP hinaus, erweitern auf die Themen, die gerade auch die junge Generation anspricht. Und Amerika schaut auf Deutschland und Europa, wenn es zum Beispiel zum Thema Energiewende geht. Es gibt ganz viele Kontakte, auch auf Ebene der Bundesländer zu den Staaten. Es gibt einen Austausch, einen energieständigen Dialog, Energiedialog Deutschlands mit dem Staat Minnesota zum Beispiel, wo es um das Thema geht, wie macht Deutschland diesen Weg? Und das Wort Energiewende ist ähnlich wie der Begriff Kindergarten in die amerikanische Sprache eingegangen, zumindest bei denen, die sich mit diesen Themen befassen. Wir haben auch als Deutsche den Amerikanern ein gutes Beispiel in der Frage, wie man Jugendarbeitslosigkeit durch gute Ausbildung bekämpft. Wenn ich als transatlantischer Koordinator nach Amerika reise und in den Staaten unterwegs bin, kriege ich immer einen Termin beim Gouverneur oder beim Kommissar für Bildung des jeweiligen Staates, weil die Amerikaner sich enorm interessieren für das, was wir auf die Beine stellen im Bereich der Bildung von Jugendlichen und der Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit am Übergang von Schule ins Berufsleben. Da gibt es Dinge, die Amerika bei uns abguckt, und dieses Fund sollten wir auch entsprechend betonen. Und wir sollten dafür sorgen, dass in den Austauschprogrammen, die wir führen, die gesellschaftliche Wirklichkeit in unseren Ländern auch immer wirklich gut abgebildet wird. Ich glaube, dass sowohl was die Schüler und Studenten, die von Amerika zu uns kommen, angeht, doch die Zahl derer, die African American sind oder asiatische oder lateinamerikanische Herkunft sind in Amerika, noch unterrepräsentiert sind. Und auch bei uns in unseren Austauschprogrammen sind möglicherweise diejenigen Jugendlichen unterrepräsentiert, die aus Migrantenfamilien kommen. Und ich kann die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages bei der Auswahl von Kandidaten für diese Programme nur bitten und auffordern, auch einen Blick darauf zu wenden, dass die deutsche Gesellschaft und die amerikanische Gesellschaft sich ja ein Stück verändern. Und ich glaube, da sind wir allerdings auch auf einem guten Weg. Wenn wir uns manchmal über Amerika ärgern, dann hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir glauben, dass wir sie so gut kennen. Ich nenne das Vertrautheitsillusion. Ja, also jeder von uns erlebt in seinem Alltag ständig amerikanische Alltagskultur, unsere Fernsehsendungen, unsere Fernsehserien, Produktwelten und so fort, ist stark amerikanisch geprägt. Und wenn dann die Amerikaner dann doch an dem einen oder anderen Punkt anders ticken als wir, dann sind wir entsetzt und schockiert, so wie wir das niemals wären, wenn wir mit einem anderen ausländischen Partner zu tun hätten. Und umgekehrt die Amerikaner selbst, 30% der Amerikaner sind deutscher Abstammung, übrigens auch Paul Ryan, die Familie kommt nicht nur aus Irland, sondern auch aus Regensburg, hat er uns erzählt, die sagen, ja, wir sind doch selbst Europäer, warum versteht ihr uns nicht besser? Wir müssen klar feststellen, es gibt Unterschiede zwischen Amerika und dem amerikanischen Denken und dem deutschen und europäischen, aber diese Unterschiedlichkeit ist eine Chance, gemeinsam das Bessere, den besseren Weg zu finden. Wir sollten bereit sein, mehr Verantwortung zu übernehmen in dieser Partnerschaft, was die Außen- und Sicherheitspolitik und die Wirtschaftspolitik angeht. Die Welt braucht mehr transatlantische Partnerschaft, und in diesem Sinne ist dieser Antrag ein starkes Bekenntnis zu diesem Weg auch in der Zukunft. Herzlichen Dank. Für eine Kurzintervention hält der Kollege Trittin das Wort.